Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Max Payne vom Ongoi. Und das letzte Mal ist uns hier der böse Vinny Gogniti entfleucht und wir wollen ihn doch jetzt mal erfolgreich verfolgen, nachdem wir hier noch ein bisschen Zeug eingesammelt haben. So, ich glaube, er war hier lang geflüchtet. Vinny Gogniti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Na, dann wollen wir dem mal hinterher, der ist ja eh schon halt angels, but it's fear that gives men wings. So, Kotzke, quick save, weil ich nicht so richtig weiß, wo wir hin müssen. Hier hat jemand dran glauben müssen. Entweder er ist hier rausgegangen oder er ist hier runtergegangen. Was sagen denn die Blutspuren? Ich sehe keine Blutspuren, jedenfalls keine. Hier sind welche. Der Trottel ist irgendwo hochgeflüchtet, wahrscheinlich da lang vielleicht oder hier raus. Daraus wäre wahrscheinlich ungezogen gewesen. Gogniti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. Dann wollen wir doch mal hinterher. Allerdings ist hier kein Zug mehr. Da ist einer und heppa! Das haben wir geschafft. Das war ziemlich gut von mir, glaube ich. This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors. Ice hard and slick under my hands and feet. Somewhere in the background, the wail of sirens, the city howling after me. New York sped by and fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gogniti made his move. Ziemlich krassen Matrix-Move hat er hier gerade abgezogen, aber das passt ja zum Spiel. Was ich kurz noch erwähnen wollte, falls dieses Let's Play jemand schaut, ich hoffe es doch ganz stark, ich werde mich jetzt nicht zu Beginn und zum Ende jeder einzelnen Folge verabschieden bzw. Hallo sagen. Ich mache das in einer Aufnahmesession, die wird hoffentlich so 2 Stunden gehen, das bedeutet, ich habe circa, was weiß ich, 6 Folgen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Am Ende sage ich Tschüss. Ganz liebevoll und bis dahin spielen wir einfach mal und gucken, was uns weiterhin erwartet. Ich drücke nochmal F5, weil es so schön ist. Da geht es übrigens nicht lang. Dann würde ich sagen, werden wir hier dem Rohrsystem einmal folgen und gucken, wo der Böse... Na, das war ja besonders schlau. Ich habe mal wieder keine Painkiller mehr. Naja, was will man machen? So, ich weiß nicht, wo es lang geht. Entschuldigung für Singen. Ich lasse das ab jetzt. Da geht's auch nicht lang. Wo ist der denn hin abgedampft? Uiuiuiui, das war aber eine knappe Geschichte. Man schießt auf mich. Die Deppen da drüben. Und ich treffe sie gar nicht. Aber sie treffen mich auch nicht. So, das war's für die. Ich drücke F5. Nach jedem besiegten Gegner drücken wir F5. Und so wollen wir mal weiter schauen. Da drüben rennt er. Ich hab ihn gesehen. Hab ich ihn. Da ist ein Helikopter. Das kannst du mal schön vergessen, dass ich hier meine Waffe droppe. Nicht ist. It's Payne! He's coming down his stairs! Shoot the bastard! Okay, boss, you got it.
Für die jüngeren Zuschauer jetzt vielleicht. Das war 2001, ich hab's schon mal erwähnt, da war das die Ultra-Grafik schlechthin. Eins. Ich lasse sie jetzt hochkommen, ich bin halb tot. Ein Schuss würde mich töten. Ich hoffe zumindest, dass ich sie hochkommen lasse. Hallo. Jungs und Mädchen, wo seid ihr? Den hätten wir auch erledigt und der kommt hoch. Den hätten wir auch erledigt. Also ich glaube, ich habe heute einen Run, wie man so schön sagt. Und wenn ich jetzt noch ein paar Painkiller finde, ich gucke gleich mal, ob ich hier oben nicht welche irgendwo übersehen habe. Ach ja. Da sind zwar keine Painkiller drin. Das hier ist ja nicht kaputt. Und da gucken wir mal weiter. Da sind auch noch ein paar Painkillers drin. Was hat er denn jetzt aufgehoben? Mensch. Behalt die doch einfach mal. Da hast du gute Munition. Und ich drücke F5, ne? Wie man das so schön von mir kennt. Und da drüben gibt es ein paar Painkiller, mit denen wir uns erstmal ein wenig gesunden. Und dann sehen wir, der Vinny ist hier lang gelatscht. Ja, das war gut. So habe ich das auch. Jetzt bin ich tot. Doppelt tot. Zum Glück hat man gerade gespeichert. Kurz vor den Painkillern. Das geht gerade mal noch. So. Wir probieren das aber, weißt du. Na. So, weißt du, schön, wir probieren wir das gleich nochmal. Das hat hervorragend funktioniert, würde ich sagen. Und gleich nochmal. Ich wollte aufhören zu singen. Okay, da ging es gar nicht lang. So, kommt alle her. Da müssen wir jetzt halt mit unlauteren Mitteln das Problem lösen. Das nützt ja alles nichts. Ja, wir warten mal ein bisschen, ne? Toll. Und ich bin auch tot. Schon wieder. Habe ich die Painkiller gerade eingeschmissen eigentlich? Ich glaube, das hatte ich vergessen. Ich sollte auch ab und zu mal auf die Munition schauen, habe ich das Gefühl. Ja, ich bin hier, kommt her. Peng, 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 peng. Ja. Ich warte jetzt an dieser Stelle einfach mal. Weil es ist echt ganz großer Müll. Er hat mich wie oft getroffen? Einmal, zweimal. Entschuldigung fürs ins Mikrofon geatme. Ich werde mal sicherheitshalber noch sowas daraus schmeißen. Aber wir gucken mal. Wenn der Winnie jetzt aber nach wie vor auf uns schießt. Nee, aber da ist ein Typ. Den auf der Schuhe. Der ist weg. Da kommen aber schon die nächsten, wie es aussieht. Beziehungsweise die wollen nicht kommen, die warten da auf uns. Ach Leute, ich bin doch der schlechteste oder der zweitschlechteste Schütze auf der gesamten weiten Welt. Komm schon. Fall endlich oben. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Oh, jetzt ruckelt's ja aber. Nehme ich überhaupt noch auf? Theoretisch nehme ich noch auf. Ich hoffe, das stimmt auch. Das wäre jetzt ultra ärgerlich. Diese Tastatur sagt zumindest, Robert, du nimmst noch auf. Huch, das hätte ich mir in echten Namen verraten. Robert. Da draußen fährt nichts an. Das Volk. Boah, was ruckelt das denn jetzt hier zusammen? Meine Güte. Das sind die Schneeflocken, die schlimm.
ist ja gut. Die Maschine 32 Bilder die Sekunde. Das Fraps ist echt eine Kacksoftware. Wie viel Schuss hatten die eigentlich? Die hat jetzt 12. Okay. Halt it. Toll, tot. Und das ruckelt gerade so doll, dass ich nicht so richtig weiß, ob ich die Aufnahme noch beenden kann. Das ist ultra scheiße. Mal ganz kurz die Aufnahme anhalten und das dann wieder zusammenstückeln nachher. So, da bin ich schon wieder. Das Spiel läuft auch, aktuell läuft es gerade. Selbst ohne Fraps. Nur mit 40 Bildern die Sekunde. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache, ehrlich gesagt. Winnie schießt auf uns. Ihr müsst es jetzt mal noch ein bisschen aushalten, das Geruch. Ich werde mich gleich drum kümmern, aber bis dahin. Ja, ja, ist ja gut. Kommt her, Leute. Könnt ihr bitte herkommen? Das wird doch wieder nichts, wenn ich jetzt da lang laufe. Bin ich gleich wieder tot und niemand hat was davon. Vor allem nicht die Zuschauer. Painkiller, Painkiller. Speichern. So, nee, ich muss jetzt nochmal gucken, was hier das Problem ist. Ich sag mal, bis gleich. Ich cutte das dann wieder zusammen, alles schön. Ja. Da sind wir auch schon wieder. Es tut mir ernsthaft leid, was hier gerade passiert ist. Ich weiß noch nicht so richtig, was da los war. Ich hoffe aber, dass wir das Problem jetzt in den Griff bekommen haben. Ich weiß gerade nicht so... Ja, ich nehme auf. Okay. Entschuldigung, Entschuldigung. Bitte vielmals um Entschuldigung. Habe ich schon F5 gedrückt? Wahrscheinlich nicht. So, hier ist nichts drin. Hier sind ein bisschen Munition. Da unten die Painkiller waren ganz nett, aber ich weiß nicht, ob die uns jetzt auf Dauer so helfen können. Und jetzt gibt es hier eine kleine Jump-and-Run-Einlage, die nicht funktioniert. Wir könnten natürlich auch einfach den Aufzug rufen, das ist eventuell die einfache Möglichkeit. Winnie ist nicht mehr drin. Ach, das geht von alleine auf. Und wie verachtet. Hier fahren wir hoch. Das hat weh. Oh, ist klar, Leute. Wie kann man denn... Ohne Scheiß, wie kann man den Gegner so unglaublich beknackt postieren? Das ist doch echt, das ist doch Bullshit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich empfinde das als Bullshit. Das ist einfach nur unfairer, behinderter Bullshit. Aber was soll's. Nächster Versuch. Hochfahren. Von irgendwo erschossen werden, wo ich überhaupt nicht weiß, was los war. Ernsthaft hier? Ich meine, was soll ich machen? Da drüben steht irgendwo ein Typ. Jetzt. Über den schon mal. Spiel überlistet. Ich bin so schlau. Studieren hat sich gelohnt. Alter, von wo? Yo, der ist weg. Ich speichere, auch wenn ich nicht weiß, ob es das Sinnvollste ist, was ich je gemacht habe. Wahrscheinlich nicht, weil hinter der nächsten Ecke ist bestimmt gleich der nächste Gegner, der mich umkloppt. Jetzt mal den hier. Max Payne Style. Ah, der hat mich erschossen. Alles klar. Achso, jetzt sind wir... Oh. Intelligenter Angroi ist intelligent. Holen wir uns nochmal den Fahrstuhl. Jetzt weiß ich zumindest, wo der zweite Typ herkam. Auch wenn es mir im Endeffekt wahrscheinlich nicht besonders viel nützt. So, und weiter geht's im vollen Lauf. Ihr kennt den Spruch. So. Ach, der ist hier oben lang gelaufen. Dann ist hier jetzt der nächste Gegner. Den ich bin. Ja. Als hätte ich es gesagt. Ich weiß nicht, ob meine Reflexe jetzt einfach nur unglaublich schlecht sind und ob mir Katzenreflexe braucht oder. So. Wenn ich hier rumgehe, da stehen sie beide. Der steht schon so wie ich warte auf jemanden, der da mit seinem Kopf langkommt, dann erschieße ich ihn. So.
Wo ist der denn jetzt? Entschuldigung, ich habe mir hier gerade das Sprechen vergessen. Vor lauter Awesomeness der Intelligenz dieser Gegner, die genau wissen, wo ich bin. Verdammte Drecksscheiße, verdammte Drecksgegner. Seht ihr den? Der hat mich nicht gehört. Vielleicht ist ein Zombie. Ich drück mal F5, ne? Das, was du kannst, kann ich auch. Da drüben liegt ein Painkiller. Alter Schwede, ich bin so glücklich jetzt gerade. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Stimme knickt gleich weg. Yo, yo, yo. So. So, wo ist der nächste von den Hellsehern? So, was ist denn da unten los? Ja, ist klar. Danke für nichts. Und danke für das Neuladen.